Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zum heutigen Video zum Thema Wozu brauche ich eigentlich eine Vermögensverwaltung? Die Gründe sind sehr vielfältig und diese wollen wir in unserem heutigen Video gerne beleuchten. Es gibt viele Menschen, die es so für sich halten, dass sie persönlich ihr Geld am liebsten managen. Viele beschäftigen sich auch mit den Kapitalmärkten und wir haben es mit sogenannten Anlageprofis zu tun. Der Gedanke, den ich hier ins Spiel bringen möchte, ist, auch Anlageprofis diversifizieren ihre Entscheidungen. Insofern kann es durchaus auch für Profis ratsam sein, sich mit einem Vermögensverwalter ins Boot zu setzen, um die eigene Anlageentscheidung zu diversifizieren. Ein weiterer wichtiger Punkt, der aus unserer Sicht oft zu kurz kommt, ist, wer managt eigentlich ihr Vermögen nach dem Ableben? Viele Menschen regeln ihre Erbschaft perfekt. Aus steuerlichen Gründen werden Optimierungsmaßnahmen umgesetzt, aber sehr wenige Menschen denken über das Management der Vermögenswerte in der Zukunft nach. Und hier kann durchaus ein Vermögensverwalter ein wichtiger Partner werden. Eine der wohl wichtigsten Fragen, die Sie unbedingt sich persönlich mit Ja beantworten müssten, ist, kann ich wirklich die Risiken am Kapitalmarkt und die Risiken von Finanzprodukten beurteilen? Das ist die Schlüsselstellschraube für eine Entscheidung, ob Sie zu einem Vermögensverwalter gehen sollten oder nicht. Wir stellen immer wieder fest, dass viele Menschen nahezu kein Interesse haben, sich wirklich mit den Kapitalanlagen auseinanderzusetzen, die Märkte zu beobachten, die Entwicklungen zu prognostizieren. Wenn das nicht Ihr Ding ist, dann ist ein Vermögensverwalter der richtige Partner für Sie. Wir als Steinbeiß und Hecker Vermögensverwaltung würden Sie gerne auf diesem Weg durch diesen Finanzdschungel begleiten. Und wenn Sie Interesse haben und einen verlässlichen Partner für Ihre Finanzen suchen, dann sprechen Sie uns gerne an. Des Weiteren würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren oder auch weitere Fragen in den Kommentaren an uns stellen, die wir dann gerne für Sie beantworten werden. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.